Willkommen zum nächsten Teil FIFA 13, die Demo, und zwar Juventus Turin gegen Borussia Dortmund. Und diesmal bin ich Turin und Benny ist Dortmund. Benny war schon Dortmund, er war auch schon Turin, deshalb haben wir jetzt gewechselt. Ich würde sagen, ich guck mal kurz über die Aufstellung drüber. Ich glaube, das stimmt, außer dass Bonucci geht von den Conclusio. Lass, ja. Ansonsten probiert sich Juventus Turin jetzt mal in der Tabelle am ersten Spiel. In welcher Tabelle? Wie steht Juve will den ersten Sieg, Dortmund hatte schon. Wie steht Dortmund, Juve in der ewigen Spaßgeld-Tabelle da? In der ewigen Spaßgeld-Tabelle nicht so rosig, würde ich mal Lass sagen. Lass mich mal flanken. Nein, ich will am Anfang. Okay. Lol. Du machst noch 3 Versuche, weil du gerade einen versaut hast, und dann mache ich 3. Nicht so toll, kann man so sagen. Also, ein Spiel haben sie, glaube ich, gehabt, das haben sie gewonnen, also 3 Punkte, höchstens 4 Punkte. Oder dann haben sie ja was aufzuholen in der Demo. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass sie erst, glaube ich, 3 Spiele bislang hatten oder so und sonst immer Niederlagen eingezappelt haben, aber ich probiere einen Sieg. Ja, der ist dran. Jo, aber der hat halt wenig im Ring. Ja. Der war halt nicht in der Mitte. Bin ich jetzt durch? Ja, du hast ja voll viele Bonuspunkte, du bist gerade schon im Bronzebereich. Ja! Willst du dich einmal probieren? Ja. Okay, die rote Taste und Benny probiert sich jetzt mal mit Giovinco beim Flanken. Oh, oh, da kommt halt gut, der kommt halt verdammt stark von Giovinco. Giovinco. Gervinho war gerade noch bei Arsenal gegen Milan, da hat Milan 2:0 gewonnen. Und ich probiere, dass ich den italienischen Trend jetzt fortsetzt und hier. Nein, zu weit. Schade. Also das kurze habe ich als erstes drauf und das war voll easy. Und oh Benny ist zu noobig dafür. Ich zeig viel zu viel drauf. Die Minispiele sind einfach noch geil. Nein! Schon wieder Dennis, ich muss weiterlaufen. Ja, und schwächer. Ja, ja der kommt gut, aber nur 250 Punkte. Aber immerhin da oben Bonus. Ist das Ding halt umhaut. Bonuspunkte. Ich freue mich auf die komische Fußballtennis, auf die Freistoßteile. Die sind geil. Bonuspunkte kriegt halt ordentlich viele. Guck mal, wie viele Bonuspunkte ich bekomme. Im letzten Spiel hat man mich besser verstanden als Benny. Ja. Das heißt, ich habe das Mikro jetzt mehr in Benny seine Richtung wieder geneigt. Mal schauen, wie es jetzt ist. Wir arbeiten dran. Nicht das Ding, das Spiel. Ich muss das neu starten, damit ich weiterklicken kann. Achso, okay. Also den Anfangsfilm lassen wir wieder und ich sag's wie immer, herzlich willkommen im Etihad Stadium Juventus Turin gegen Dortmund. Oh, das ist wieder schon, ja, das ist der gleiche andere Team, wo so viel Bewegung drin ist, da wo er jetzt gleich hinfällt. Lewandowski! Wird er bald drin sein? Der könnte drin sein. Juve gegen Dortmund, auch ein guter Tag, den ich mir gerade angeboten hat. Was würde ich jetzt sagen? Genau, meiner Meinung nach Juventus Turin Favorit, deiner Meinung nach? Ja, absolut Juve. Aber Dortmund ist halt auch deutscher Meister und deutscher Meister gegen italienischer Meister. Nur dass der deutsche Meister halt dieses Jahr so ein immer noch Überraschungsmeister ist. Bayern müsste eigentlich Meister werden. Juventus Turin war echt auch ein Überraschungsmeister, weil eigentlich hatte jeder nur Inter und AC auf der Rechnung. Da wird es Juventus und so deutlich, also ja, Überraschungs auch. Aber die haben meiner Meinung nach bessere Mannschaft, besseren Kader als Dortmund. Auf jeden Fall. Die besseren Pirlo haben wir halt. Pirlo und Buffon sind halt zwei Weltklasse-Spieler über so eine Klasse. Haben Götze und auch die anderen Spieler können darüber noch gar nicht verfügen. Dortmund hat halt schon individuelle Einzelspieler, aber Juve hat dann noch immer die größeren Namen, hat Juve, aber vielleicht die besseren Tricks hat Dortmund. Generell, Juve hat einfach einen größeren Namen als Dortmund. Juve, ja, Barca gegen Malaga, egal ob bei Malaga saugute Spieler spielen, wird Barca immer noch einen besseren Namen haben. Jo. Juve hat ja eine Champions League Gruppe, Schalke Donetsk, Chelsea und die komischen Mannschaft aus Dänemark, irgendwas mit Norderney. Denk für Juve machbar. Dortmund hat Real Madrid, Manchester City und Ajax Amsterdam. Harte Gruppe. Wird richtig schwierig für Dortmund. Also ich glaube es ehrlich nicht, dass sie weiterkommen, obwohl ich es ihnen wünschen würde. Ja, ich auch. Denn City ist jetzt wirklich nicht die Mannschaft, die mir jetzt unbedingt hier sympathisch ist. Ja, Real könnte auch ruhig rausfliegen. Ansonsten würde ich sagen, Ajax und Dortmund streiten um Platz 3. Ja, denk schon. Juve und Chelsea dagegen um Platz 1, weil ich denke, Juve kann mit Chelsea mithalten. Oh, vor allem, ja, die haben halt keinen Druck beim Match, der so, dass wie letztes Jahr macht, einfach Thomas mal ein paar Tore schießen. Und vor allem, sie spielen tick offensiv als in den letzten Jahr. Ja, Chelsea spielt offensiv. Hat man im Supercup gesehen, was bei rauskommt? Ja, genau, das darauf wollte ich gerade raus. Das System klappt, glaube ich, nicht so ganz, wie sich der gute alte, wie heißt denn jetzt, oder? Ja, Chelsea Di Matteo wünscht. Ja. Also, los geht's. Ja, Juventus Turin gegen Dortmund. Was soll ich gerade sagen? Der wurde ja dazu gezwungen, oder? Abramovic hat ja gesagt, okay, er hat den Titel gewonnen, jetzt will den anderen schön gewinnen. Ja. Obwohl Chelsea hat natürlich jetzt die Chance, den Champions League Titel zu verteidigen, was noch keine Mannschaft geschafft hat. Und damit wäre sie dann offiziell erst recht in den Geschichtsbüchern. Und das eine hässliche Scheichmannschaft. Ich glaube, das wäre der Untergang der Traditionsmannschaft. Jetzt Giovinco. Oh. Ganz ehrlich, ich glaube, Chelsea hat eine höhere Chance, den Titel zu verteidigen, als Barca und Inter sie hatten oder so.
Der war halt immer wieder ein Scheich, der immer hineinspritzt. Und die haben vor allem Hazard gehabt, das ist halt ein richtig guter Spieler. Ja, und niemand hat recht mit der Neozil-Verteidigung. Ah! Gut verteidigt. Ich denke, Marin wird auf gar keinen Fall die Verstärkung sein für Chelsea. Nicht. Für mich genauso unlogisch wie Hamid Altintop zu Real Madrid. Damals ich glaube, der wird nicht viel Einsatzzeit kriegen, einfach mal Geld abgesehen. Und Bernabeu hocken so wie Altintop, der wird wahrscheinlich dann Stafford Bridge hocken, einfach mal chillen, nichts machen. Oh ja. Im Training teilnehmen, ansonsten den Weltklasse-Spieler über die Schulter schauen, ansonsten würde ich sagen, nix. Zwar vom Verein her ein Karriereanstieg, aber rein von dem, was Marin wohl leisten wird, auf jeden Fall ein Abstieg. Muss ich mich fragen, wie das Spieler so dumm sein können und das manchmal freiwillig machen. Ah, ja. Wenn das so ein großer Name ruft, ist natürlich nicht leicht Nein zu sagen, aber Alter, ich meine, da gibt es genug Beispiele wie Sahin, wie Hamid Altintop, der ihre Karriere danach einfach am Arsch ist und mal ganz ehrlich unter uns gesagt, auch ein Podolski, der mal zu Bayern gegangen ist, dem eine große Karriere bevorstand. War jetzt bei Köln, ist mit der Mannschaft abgestiegen, wie er sich bei Arsenal schlagen wird, keine Ahnung. Ja, Torschuss, immerhin, aber das ist nicht unser Thema. Nö. Juve hat gerade besser gestartet als Dortmund, aber heißt denn nichts. Steht 0-0. Ja, solange es 0-0 steht, ist alles auf. Oh, gut, das war ein Verteidiger von dir gerade, nett. Ja, kein hässlicher Vermahlen da, der mich immer noch aufregt. Alter, der Cevinco, den mag ich halt richtig, weil es so richtig geil abgeht. Ja, das so ein Stürmerart, den ich brauche, der dribbeln kann. Dann ist doch einer wie Vucevic da vorne, der den Ball halt reinmachen kann und vorne drin steht. Ja, das ist echt eine gute Kombi da. Ja, also Vucevic wird wahrscheinlich, so würde ich spielen, durch Bender abgelöst, aber ich würde es auch für wahrscheinlich halten, wenn sie mit Bender und Vucevic spielen, weil im Mittelfeld haben sie so viele gute Leute wie Pirlo, dass sie vor allem, ob man einen Cevinco braucht, der sich dann durchdribbelt, oder dann lieber doch einen Vucevic oder einen Bender vorne hat, die dann halt die Traumpässe von Pirlo einfach perfekt reinmacht. Da weiß ich nicht genau. Ja, Cevinco ist ja auch eine gute Alternative. Ich meine, alle drei können Stamm spielen und stehen auch Champions League lassen, meiner Meinung nach. Ja, sehen wir dann. Cevinco hat auch Nationalmannschaft gespielt dieses Jahr. Also Schmelle greift an. Oh, steht da frei. Ich sag, der zweite Ball, wo der Spieler jetzt hat. Oh, der Vidal Azzurro Vidal von Leverkusen hat sich richtig gut eingelebt bei Turin. Ich glaube, so schnell hat sich doch kein Spieler in die italienische Serie eingefunden. Der geht richtig, richtig ab, ist auf jeden Fall richtig, richtig guter Spieler. Der zweite Ball in FIFA, den wo jetzt Vidal da gerade hat, der ist übel gefährlich und das macht das Spiel übel. Der ist aber schon immer. Aber der war der zweite Ball in FIFA, nach dem Abklatsch, gerade in FIFA 12, war eigentlich so ziemlich viele Tore sind per Torwart-Abklatsch entstanden, die danach irgendwie so verwertet wurden, weil der Spieler frei steht. Ich hoffe, das haben sie endlich mal gefixt, weil ab und zu schon ein Sackgang, wenn du halt mit einem Stürmer schießt, dein Torwart blockiert gut, dann prallt der Ball so auf, dass ein anderer frei steht. Der hat auch oft schon blockiert, aber der Torwart blockt jetzt wie ein richtiger guter Torwart zur Seite. Also noch 0-0, ich würde sagen, Juve könnte führen. Da blockt er auch, aber er blockt zur Seite. Also wenn eine Mannschaft führen könnte, dann Juve. Oder hier, schon wieder. Zur Seite geblockt. Ein guter Torwart blockt der Ball zur Seite. Wahrscheinlich wird man einem schlechten Torwart sein, dass der ihn dazu mit den klatschen lässt. Hoffentlich. Das wäre realistisch. Also Juventus Turin besser, brauche gar nicht die Statistik anschauen. Aber sie haben noch kein Tor gemacht und solange ist alles offen. Können wir ja bei den Ösis nachfragen. Schade. Gestern Abend Deutschland gegen Österreich. Sie hatten einen lockeren Sieg verdient gehabt, aber irgendwie wollte es nicht sein oder sie waren einfach zu dumm, das Tor zu treffen wie Arnautovic. Keine Ahnung, der mich hört. Würde ich also. Ja. Also man hört dich auch so, Florian. Mit aller Form natürlich. Oder? Sagst du 0 steht, ist alles auf Fußball. Fußball. Oh, da macht das halt gut, der Hummels, aber auch schlecht gemacht von Vucevic und der Pass, den kann man gerade nicht so verpassen. Ja, Hummels ist auch kein schlechter Verteidiger. International teilweise mit ein paar, naja, sagen wir mal, im Spiel würde ich sagen Bugs. Teilweise also gerade auch gestern gegen Österreich ziemlich fehlerbelastet. Aber halt Bundesliga internationale Klasse, war. Ach, Vucevic. Hummels habe ich bislang national in der Bundesliga auf jeden Fall überzeugt, aber international gegen, wenn es dann halt mal größere Stürmernamen kommen, nicht nur so ein Pussy hier wie Gomez, dann, naja, fand ich ihn nicht wirklich so gut. Pirlo, der Vorbereiter, macht ja das Ding, nein! Oh nein! Irgendwie einfach irgendwie rein, Cevinco mit dem doppelten Abstaubertor vom doppelten Abstaubertor. Da habe ich gegrätscht. Irgendwie kullert der Ball dann doch ins Tor rein. Erst Pirlo verkackt, dann Vucevic verkackt. Und dann Cevinco irgendwie fliegt ihm dabei dann auf den Fuß. Schmelle kommt auch zu spät. Da fliegen sie schon. Da fliegt Vucevic. Ich glaube, wenn der Ball nicht rein hätte, vielleicht sogar noch Elfmeter gegeben. Vucevic wird dabei weggegrätscht. Nee, nee, kein Elfmeter. Und Cevinco. Schmelle kommt immer hinterher. Und dann grätscht er ins Tor. Verdiente Führung für Turin. Und aber natürlich etwas glücklich, wie das Tor gerade gefallen ist. Ja, aber die Führung. Aber irgendwie, lol. Jo.
Sieht so aus, als würde Juve den ersten Sieg einfahren. In der Demo ja. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Also, habe schon so viele FIFA-Spiele gespielt, ich kann es sagen. Show must go on. Geh auf gar keinen Fall davon aus, dass du gewonnen hast, wenn das Spiel noch nicht aus ist, weil ich habe schon mal online gespielt gegen Manchester City, ich war Milan. Ich lieg 4:2 hinten und innerhalb von 2 Minuten Nachspielzeit gewinne ich das Spiel. Ich, schon 4:0 gegen Russland. Ich will nicht sehen, was der Gegner gemacht hat. Sein Controller wird wahrscheinlich an der Wand zerschmettert worden sein. Und was war das jetzt? Ich habe hab mal 4:0 gegen Russland zur Halbzeit hinten liegen mit Portugal ab 5:2 gewonnen. Deshalb gebe ich eigentlich auch nicht gern auf, außer ich kriege das unmöglich irgendwas auf. Aber eigentlich würde ich sagen, ein Tipp, gebt online nie auf, denn ein FIFA-Spiel ist eigentlich nie verloren. Oh, Chirico. Ich glaube, da wäre gar nicht so schlecht gekommen, wer da nicht geblockt war. Von Dortmund kommt halt auch rein gar nichts. Ja, Dortmund bekommt nichts hin. Arsenal ist auch kein... Dortmund ist aus dem Match die Gun. Vucevic, der probiert's. Weg. Ja, jetzt kommen Schadensbegrenzung hier. Kommerzielle Schadensbegrenzung für Dortmund. Und sehr jetzt vielleicht per Konto. Nein, 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 nein. Von Dortmund kommt bislang noch nicht. Aber ein Schuss langt ja oft. Vor das Tor. Oft, aber bei Buffon vielleicht nicht. Nee, bei Buffon nicht, aber er ist natürlich nicht mehr der Weltklasse-Torhüter, wie er früher mal war, aber er ist auf jeden Fall noch immer in der Top 5 der Torhüter. Locken. Neben Casillas, neben Cech, neben leider wohl, muss ich sagen, auch Neuer. Und den ganzen anderen Keeper, die da noch dabei sind, keine Ahnung, wer auf Platz 5 ist, vielleicht schon weit ist. Aber Loris, der jetzt bei Tottenham spielt. Ich weiß schon mal, ob ich Spiel verloren habe. Ich habe deine Abwehr, deine schwache 3 Abwehr, also deine theoretisch schwache 3 Abwehr nie gefordert. Und dreimal hast du offensiv mehr Spieler als ich defensiv. Stimmt natürlich, ich habe eine 3 Abwehr, die aber echt nie gefordert hast. Letztes Jahr ziemlich oft Überzahl spielen können, hast nie wirklich genutzt. Und somit verdient einzelne Sieg für Juventus Turin, per Chiovinco. Das Tor vielleicht glücklich gefallen, aber verdient. Ja, da hat der Nachschuss ist immer gefallen. Und jetzt frage ich dich, hat Dortmund überhaupt einen Torschuss gehabt? Ja, natürlich. Oh. Kein einziger Torschuss von Dortmund, nicht mal ein einziger Schuss von Dortmund. Das ist ziemlich deutlich hier, was Dortmund angeboten hat. Ja. Überall 0, außer 2 Kämpfe, dort haben sie sogar mehr als Juve. Also das ist ein verdienter Sieg für Juventus. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Haut rein. Bis dann. Ciao, Leute. Und ciao.